Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 5. In der letzten Folge haben wir unsere erste Mission beendet. Wir haben in der Stadt ein paar Insektilines penetriert, haben uns mit unseren Super-Robo-Armen vertraut machen dürfen. Unter anderem auch mit dem Mega-Buster von Mega Man, der mir ja in der Deluxe Edition zur Verfügung steht. Und haben jetzt hier einen Brief erhalten von Morrison, der irgendwie meinte, er hätte Dante irgendwo gesehen, irgendwo, wo wir jetzt auch sind. Also sollten wir ihn vielleicht mal suchen, Fragezeichen. Ja, also bis jetzt haut's mich noch nicht vom Hocker, Leute. I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Wahrscheinlich kannst du mir Fähigkeiten kochen. Koch mir mal ein paar Tricks, Olle. Noch bevor Horizon den Thron bestieg. Achso, ja, da kann man auch ein bisschen lesen. Genau, hier auch Kostümauswahl. Deluxe Edition und so weiter. Nee, ich bleib bei dem da. Sieht ganz cool aus. War das jetzt schon alles? Koch mir mal dein Kostüm. Den will ich sehen, der das kann. Also, ich denke noch nicht mal Jamie Oliver kann das. Hey, hey. I got a new arm for ya. Ja, das sind die DLCs. Ich meine... Hast du da Schrift auf deiner... auf deine, deinem Oberkörper? Also... Lol. Einen geilen Körper hat sie ja schon, ne? Das muss man ihr lassen, aber ansonsten... Ich mag sie nicht. Da kann der heiße Körper auch nichts machen, okay? Diese ganze Art fuckt mich so ab. Ja, geil. Der Mega-Buster. Habe ich doch jetzt schon alles gesehen, aber okay. Ja, anpassen. Hier kannst du mit roten Kugeln Fertigkeiten oder Objekte kaufen oder deine Ausrüstung ändern, um bestmöglich zu kämpfen. Ja, okay. Wähle die eine Reiter. Ja, bla 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 bla. Hier kannst du Fähigkeiten haben nicht zurückgängig gemacht werden. Wähle daher ausprobieren, um sie zu testen, bevor du deine Kaufentscheidung triffst. Immerhin kann ich die Sachen testen. Devilbreaker, hier kannst du deinen Vorrat an Devilbreakers aufstocken, deren spezielle Fähigkeiten dir im Kampf helfen werden. Stelle dir aber sicher, dass du immer genug bei dir trägst. Aber ich finde doch auf der Straße welche. Wieso sollte ich mir hier welche kaufen? Willst du mich abzocken oder was? Die ganzen Müllhalde-Gegenstände kann ich mir selber aneignen. Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung verwalten, verwende Bearbeitung. Tutorial, hör auf! Hier kannst du Kugeln kaufen, um deine maximale Lebenskraft zu erhöhen oder dich wieder zu beleben. Ja, stimmt. Eine goldene Kugel habe ich auch durch die Deluxe Edition bekommen. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Okay. Gut. Also, ich habe ja quasi 16.052. Ja, also die 100.000 da, die zählen ja nicht. Devilbreaker. Okay, also fährt erstmal bei Fertigkeiten gucken. Fähigkeiten sind wahrscheinlich so permanente Sachen außerhalb des Kampfes. Tempo Sprint aufzubauen, das ist schon mal cool. Tablehopper. Naja. So leichte Körperbewegung aus. Wire Snatch. Verbesserung von Wire Snatch mit größerer Reichweite. Das ist auch ziemlich cool. Air Hike ist sowieso immer geil. Der Doppelsprung, ne? Enemy Step. Nö, du. Mehr Kugeln sammeln. Vergrößere die Reichweite, mehr du Kugeln sammeln kannst. Extra Provokation. Eine Spezialverhöhung, die nur erhält, wer einen hohen Preis gezahlt hat. Erhöht den Stilrang mehr als eine normale Verhöhung. Okay. Ist das irgendwie so der Troll-Move? So nach dem Motto, ja, wenn du nicht mehr weißt, wofür du dein Geld ausgeben sollst, viel Spaß. Okay, Blue Rose. Packe noch mehr Kraft, deinen Patronenanzeige aufzufüllen. Okay, Red Queen. Strike, Exit, Devil Breaker, plus... Vergrößert deine Sets, erhöht die Zahl der Devilbreaker, okay.
Schon mal interessant. Sowas. Mehrzweck Devil Breaker haut Gegner per Elektroschlag um. Ja, aber wie gesagt, wieso sollte ich mir die denn kaufen? Wenn ich die doch auf der Straße finde. Ich verstehe das nicht. Devil Breaker mit Kyrie im Hinterkopf konstruiert. Ja, Kyrie hat man jetzt auch nicht sehen dürfen, ne? Ich habe so das Gefühl, als werden wir sie nie in diesem Spiel sehen dürfen. Das ist ja die Freundin von Nero. Hauen die Schmerzen einfach weg. Ja, nee, also wie gesagt, warum sollte ich mir die kaufen? Ausrüstung? Ja, okay, Objekte. Ich bin ja eher immer für diesen permanenten Scheiß, ne? Also blaue Kugeln und goldene Kugeln, beziehungsweise eher so Teufelskugeln bräuchte ich noch. Aber okay, dann, ja, dann nehme ich mir eine davon. Werden natürlich dann auch dementsprechend teurer. 3500, ja. Immer her mit, damit. Gut, 6000 ist mir jetzt ein bisschen zu krass. Dann würde ich mal sagen, hier der Sprint, das ist auf jeden Fall gut, da kommen wir schneller voran. So, jetzt habe ich noch 6000. Wie gesagt, ich möchte diese 100.000 nicht anfassen. Table Hopper. Tempo kann ich ja. Ja, nicht mehr aufstocken. Air Hike. Das sind 20.000, ne? Ja, okay. Verständlich, verständlich. Das ist echt gut. Blue Rose, hier 1.800. Können wir noch machen. Split. Ja. Ja, das sind so Standardsachen hier. Das kannst du auch reinballern. So 2000. Ja, das könnte ich noch machen. Ah, ja, das ist der, das Äquivalent zum Penetrator, ne? Finde ich geil. Okay, gut. Zack. Fertig. Okay, so. Dann war's das. Erstmal. Bitch, ich habe fertig. Gut, zum Bildschirm anpassen gelangst du über das Missionsmenü. Vorbereitung ist das A und O, wenn du stilvoll kämpfen möchtest. Hä? Da war ich da nicht eben? Fragezeichen? Wahrscheinlich, ne? Er wollte mich nur nochmal so daran erinnern, so von wegen, ja, genau. Also, das ist ein Tutorial von A bis Z für die richtig Behinderten unter euch. Okay, ja, dann Missionsstart, oder? Du hast keinen Devil Breakers ausgerüstet, die Mission trotzdem starten. Ja. Ich sammle mir, wie gesagt, einfach welche von der Straße. Ich werde der nicht unnötig Geld in den Rachen stecken. Zumal, wofür brauchst du die roten Kugeln eigentlich? Macht die sich daraus irgendwie einen Milchshake oder so? Mal ganz ehrlich, es ist doch eigentlich ein Mensch, oder? Gut, vielleicht ist das der Story-Twist. Sie ist in Wirklichkeit der Böse. Ich hoffe, das passiert nicht wirklich. Dann lache ich. Tut mir leid. Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, das war jetzt einfach nur dahergesagt. Guti, genau, das ist die Demo-Mission. Oh, hier sieht man sofort den Sprint. Ansonsten kann ich jetzt das da. Und man sieht auch die Kerben im Boden. Ziemlich geil. Und das da. Also das hier. Das sind jetzt so meine neuen Fähigkeiten. Guti, ja, dann lass mal hier so ein bisschen auf den Putz hauen. Beziehungsweise auf die Möbel hauen, was auch immer. Alles kaputt hauen. Aber ja, dass wir jetzt hier sind, überrascht mich, wie gesagt. Das ist so, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber okay, ich möchte nicht zu negativ klingen. Vielleicht wird das ja alles noch, ne? Aber ich finde es von der Atmosphäre ja schon mal gut. Da kann man nichts dagegen sagen. Stellenweise vielleicht doch ein bisschen zu dunkel, oder? Hm. Boah.
Okay, ja. Hier wurde uns dann nochmal erklärt, wie das mit dem Rangsystem ist. Also umso geiler wir kämpfen, umso höher steigt der halt und umso mehr Kugeln kriegen wir dann. Ja, was ist denn das da schon wieder im Hintergrund? Ist das jetzt auch ein Ryzen? Wollt ihr mir sagen, dass ihr einen Monat lang nicht gegen ihn gekämpft habt oder so? Ihr macht die ganze Zeit die Fliegen kaputt, aber kümmert euch nicht um den Hauptbösewicht oder was? So, dann lassen wir hier ein paar Kombos machen. Okay. Ja, schön mit dem Arm ranziehen. Und da haben wir die klassische Kampfmusik von Nero. Also jetzt die offizielle. Ist jetzt nicht irgendwie von Devil May Cry 4 oder so. Hat alles, wie gesagt, so einen poppigen, dubstep-mäßigen Touch. Früher hatten die Titel ja eher so, ja, Rock-Metal-artige Soundtracks. Das Ganze passt natürlich hier, wie gesagt, alles super zusammen, aber man darf sich die Frage stellen, ob das jetzt alles hätte sein müssen. Was? Ich bin schon Savage. So schnell? What? Hab da noch gar nicht angefangen und hab doch gar nicht so viele Kombos. Uiuiuiui, Leute. Haben die überhaupt einmal angegriffen? Kam mir nicht so vor. Guti. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Gibt ja schätzungsweise auch wieder irgendwo blaue Kugeln, könnte ich mir vorstellen. Und auch Geheimmissionen. Oh, Moment, muss ich da lang? Es sieht mir so aus, als wäre das normal. Ist das da die optionale? Nee, hier redet er. Ich glaube, das hier ist optional, oder? Ah, nee, das sieht so aus, als würde ich da nicht mehr runterkommen. Dann gehe ich lieber doch den anderen Weg. Ich bin unschlüssig. Ja, du kommst nicht hoch oder was? Okay. Zu viel Gras auf deine Haut oder Sporen, was auch immer das da ist. Kann ich so einen Schlag nach unten machen oder habe ich den noch nicht gelernt? Anscheinend noch nicht gelernt. Ja, guck, da liegt doch schon der erste Arm, Leute. Habe ich es euch nicht gesagt? Huch. Seid ihr denn? Moment. Das fand ich jetzt nicht nett von euch hier. Nee, ich glaube, das ist der normale Weg. Hier, fress mal einen Megabuster. Ja? Kann ich dich anvisieren? Geht nicht, okay. Nee, Leute, jetzt gehe ich zurück. Ich gehe jetzt da hinten lang. Aber ist auf jeden Fall cool, ne, dass man da so ein bisschen auch erkunden kann. Das wäre jetzt so meine Kritik an den alten Teilen, dass man da nicht so viel Erkundungsspielraum hatte. Ist hier was? Irgendwas? Hier ist gar nichts, oder? Oh, außer eine Menge Gestrüpp. Also die Framerate ist echt nicht so die beste, ne? Ruckelt schon ordentlich. Nee, dann war hier absolut nix. Wow, das ist natürlich... Moment. Da ist die Kampfmusik. Ist hier ein Gegner? Ja? Wo kommt der denn jetzt her? What? Wieso seid ihr jetzt da? Okay, von mir aus. So, hier mal so ein bisschen auf den Putz hauen. Mir fehlt da noch eine bestimmte Kombo, die ich gerne in der Luft mache. Die sollte ich mir dann definitiv beim nächsten Mal holen. Twister in der Luft. Oh nein, er will angreifen. Wow, Slide. Moment. Habe ich gerade so einen schönen Bodenslide gemacht und mir die Hosen schmutzig gemacht? Ja, geil. Der Hosenschmutzmach-Simulator 2019. Okay. Schade, ich dachte, das triggert jetzt vielleicht irgendwas. Nein. Es gibt immer noch nichts hier zu holen. Fuck.
gut, jetzt laufe ich aber wirklich rüber. Oder habt ihr was dagegen? Ach stimmt, ja, ich kann ja so solche Sprünge machen. Boah. Framerate, Framerate, Framerate. Ja, schon wieder. Der nächste Arm. Ich glaube, das Konzept geht nicht so auf. Moment, habe ich den... Ah, jetzt hängt mir der... Ich wollte gerade sagen, jetzt hängt mir der Megabuster am Sack. Nee, das ist nur an den Hosen. Ja, da hätten wir beispielsweise Gegner aus Devil May Cry 3. Als ich das in den Trailern gesehen habe, sind mir sprichwörtlich die Eier geplatzt, wollte ich gerade sagen. Wieso? Was habe ich denn jetzt mit Eiern? Holy shit. Nee, ich habe mich wirklich extrem gefreut. Das ist wirklich purer Fanservice für mich. Und ich fand die Gegner aus dem dritten fand ich am geilsten, weil die auch so viel Spielraum hatten. Also die waren jetzt nicht so mega gepanzert oder so wie bei Devil May Cry 4 halt. Fand ich sehr, sehr cool und freut mich, dass sie dabei sind. Und davon werden wir noch eine Menge sehen dürfen. Ja, ihr haltet aber ziemlich aus, oder bin ich einfach scheiße? Habe ich da vorhin nicht noch einen Arm gesehen? Habe ich mir das eingebildet? Hab ich wahrscheinlich eingebildet. Komm mal her. Ja, also wenn man länger gedrückt hält, fliegt man zum Gegner hin, ne? Oder wie ist das? Ne, ich glaube, ich lass die immer zu mir kommen. Okay, wie wär's damit? Zack. Da ist der Arm hin. Megabuster wieder am Start. Rang A, okay. Ich fand das ziemlich scheiße, aber das Spiel sagt Rang A. Das zweitbeste. So. Kann ich das Auto hier kaputt machen? Ja, das geht. Tut mir leid. An den, der dieses Auto gemietet hat oder so. Wollte das nur mal testen. Irgendeiner muss immer leiden. Ja, so ist das leider. Okay. Da liegt doch auch schon wieder ein Arm. Overcure. Heißt der Overcure? Nee, Overture. Was machst du? Du machst den Schocker, alles klar. Kann ich dich kaputt machen hier? Nee. Nee, hier gibt's nichts. Okay. Ja, da wieder so ein bisschen. Hallo? Okay. Ich bin irgendwie gerade kurz hängen geblieben. Moment. Wieso? Ist das Spiel irgendwie kaputt? Wieso tauchen die Gegner erst auf, wenn ich 20 Kilometer entfernt bin? Lädst du nicht richtig? Zack, 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 zack. Aber ich kann anscheinend mit jedem Arm die Gegner zu mir ziehen. Oder habe ich das... Weiß nicht, habe ich das mit dem Megabuster... Ja, ich kann das mit jedem Arm machen, okay. Ja, den kann ich nicht zu mir ziehen. Da muss ich zu ihm hin. Habe ich keinen Auto-Aim? Anscheinend nicht, ja. Wieso rennst du weg? Magst du nicht irgendwie mit mir kämpfen? Ach so, nee, weil er ist ja, genau, er ist ja der Kugelbringer, ne? Genau. Hier, fuck you. Du wurdest zum Missbrauch, für den Missbrauch erschaffen. Okay, habe ich das gerade richtig gesehen? Hat Nero einen blauen Gürtel oder war das nur die Beleuchtung? Ich glaube, das ist nur die Beleuchtung. Habe ich gerade rot gesagt? Ich meine blau. Falls ich rot gesagt habe, ich bin mir gerade nicht sicher. Gut. Darf ich dann jetzt nach oben laufen oder... Nicht... Okay, was kann der? Der kann mich nach oben flanken. Okay, interessant. Das gibt mir wahrscheinlich Leben. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich habe ich es nicht gebraucht. Gut, wahrscheinlich muss ich hier rein. Looks like I'm gonna
make it there before you do, V. Ich dachte schon, wir spielen jetzt mit ihm. Ja, aber man kann ihn da kämpfen sehen. Das ist auch schon mal sehr, sehr cool. Ich glaube, das wäre eine von diesen Szenen, wo ein anderer Spieler einem helfen kann. Sicher bin ich mir aber nicht. Okay, ja Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Devil May Cry 5. In der nächsten Folge schauen wir uns mal hier so ein bisschen weiter um, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.